Massenproduktion über internationale Waffentechnik. Klirrende Rüstungen. Den modernen Panzern gibt ein Haupt des Primitiven. In einem Zeitalter der präzisionsgeleiteten Lenkwaffen erscheint er fast als ein Relikt aus der Dinosaurierzeit des Landkriegs. Aber hinter seinen dicken Platten verbirgt sich ein ballistischer Computer des Raumfahrtzeitalters. Ein lasergestützter Entfernungsmesser, eine hochentwickelte Elektronik. Trotz seiner vordergründigen Schwerfälligkeit ist und bleibt der Panzer das beherrschende Waffensystem in der konventionellen Kriegsführung. In dieser Sendung untersuchen wir die Frage, warum der Panzer trotz seiner Vielzahl neuer Waffensysteme, die gegen ihn aufgeboten wurden, überlebt hat. Wir werden die vielen Feinde des Panzers beleuchten, aber auch die Entwicklung der neuen Rüstungstechnologie, die den Panzer schützen soll. Panzer sind nicht die einzigen gepanzerten Fahrzeuge, deshalb werden wir uns auch die Verwandten des Panzers anschauen. Mit vereinten Kräften. Man kann eine Kombination von drei Qualitätsmerkmalen feststellen, die den Panzer von anderen Landwaffen unterscheidet. Panzerung, Mobilität und Feuerkraft. Ein Panzer stellt eine Verschmelzung dreier Arten militärischer Kräfte dar. Er hat seine defensive Panzerung von den Burgen und Schlössern geerbt, wobei Steine durch Stahl ersetzt wurden. Die Kavallerie verschwand nach dem Auftauchen des tödlichen Maschinengewehrs, aber gepanzerten Fahrzeugen gelang es, diesen Platz der mobilen Kräfte in der Armee einzunehmen. Die Feuerkraft kam seit Jahrhunderten von der Feldartillerie. Wie im Fall der Kavallerie haben schließlich die Panzer und die mobile Artillerie die Feldartillerie abgelöst. Die Konstruktion des Panzers ist eine sorgfältige Balance zwischen Schutz, Mobilität und Feuerkraft. Major Doug McGraver, ein Panzeroffizier, erklärt die Panzertechnologie. Nun, die neue Generation der Fahrzeuge hat für uns schon ungeheure Vorteile, die wir vor 20 Jahren noch nicht kannten. An erster Stelle die Tatsache, dass wir uns heute viel schneller bewegen können als früher. Zweitens sind unsere Waffensysteme viel präziser und verheerender in ihrer Wirkung. Und drittens hat sich die Panzerung drastisch verbessert. Die Panzerung. Seit den Ursprungstagen des Panzers im Ersten Weltkrieg wurde er mit immer größeren Mengen an Stahlpanzerungen ausgerüstet. Die Panzer des Ersten Weltkrieges hatten eine Schutzhaut, die ungefähr 1,5 cm dick war, was gerade dazu ausreichte, sich vor den Maschinengewehren zu schützen. Im Zweiten Weltkrieg hatten die Panzer eine 3- bis 4-mal so dicke Wandung, dick genug, um sich vor den meisten Artilleriegeschossen zu schützen. Als immer noch mehr Panzerung dazu kam, wurden die Panzer so schwer, dass sie sich kaum noch bewegen konnten, wie dieser 70 Tonnen schwere deutsche Königstiger. Die Balance zwischen Rüstung und Mobilität kann schnell in Unordnung gebracht werden. Die Lösung dieser Unausgewogenheit war es, die Dicke der Rüstung zu variieren. An der Vorderseite, wo der Panzer meistens getroffen wird, ist die Panzerung am dicksten. An den Seiten, wo die Gefahr getroffen zu werden geringer erscheint, ist sie dünner. An der Rückseite, wo die Wahrscheinlichkeit eines Treffers am geringsten ist, ist sie sehr dünn. Die Panzerbesatzung muss eine besondere Taktik anwenden, um die dicke Frontplatte wie ein Schild in feindliche Richtung zu halten. Sie muss ferner verhindern, dass der Feind nicht auf die dünneren Stellen und die Hinterseite feuert. Der moderne Panzer besitzt eine Panzerung mit einer maximalen Dicke von 10 cm. Seine Verteidigungsqualitäten wurden besonders durch die Neigung der Panzerung verbessert. Dadurch wurde der Schutz gegenüber allen Projektilen verdoppelt. Neuartige Panzerungen wie die Chopper und die reaktive Panzerung wurden in den letzten 10 Jahren entwickelt. Aber der Panzer ist nicht unverwundbar, wie der angesehene Militärautor David Isby erläutert. Es gibt keine Unverwundbarkeit in einer großen Panzerschlacht. Wenn Sie Unverletzbarkeit suchen, müssen Sie etwas wie die Maginot-Linie bauen. Denn nur so, fest an einem Platz unter Beton und unbeweglich, sind Sie unverletzbar. Aber auch die Maginot-Linie wurde durch die leichten Panzer der deutschen Armee überwunden. Panzer, die sich sehr schnell und sehr weit bewegten, die aber auch eine latente Verwundbarkeit riskierten, um den Krieg zu gewinnen. Die Beweglichkeit. Die ersten Panzer bewegten sich nicht schneller als Infanteristen. Ihre Mobilität und Panzerung überwanden die Unbeweglichkeit des Grabenkrieges. Die zunehmende Geschwindigkeit des Panzers im Zweiten Weltkrieg war ein wichtiger Faktor in der sogenannten Blitzkrieg-Taktik. Panzer wie der amerikanische Sherman, der sowjetische T-34 und der deutsche Panther hatten eine Spitzengeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern. Die Geschwindigkeit der Panzer ist nach dem Zweiten Weltkrieg nicht sonderlich gestiegen. Bei höherer Geschwindigkeit war es unmöglich, mit der Kanone genau zu zielen und die Besatzung konnte verletzt werden, wenn man durch raues Gelände fuhr.
Neue Antriebstechnologien änderten das alles in den 70er Jahren. Neuartige Aufhängersysteme und stärkere Motoren machten höhere Geschwindigkeiten möglich. Panzer, die sich schneller bewegen, sind für den feindlichen Kanonier viel schwerer zu treffen als langsame Panzer. Die Feuerkraft. Die Panzer des Ersten Weltkrieges waren mit Maschinengewehren oder kleineren Gewehren ausgerüstet. Sie konnten damit für gewöhnlich einen Feind bekämpfen, der knapp 100 Meter entfernt war. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurden die Panzer generell mit 75 mm Kanonen ausgerüstet, die eine 8-Pfund-Granate abfeuern konnten. Die Panzer bekämpften sich in einem Radius von 50 Metern. Hier kann man die zunehmende Größe der Panzerprojektile sehen. Moderne Panzer sind ungefähr 8-mal so wirksam wie die Kanonen, die im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden. Aber der eigentliche Wandel kam mit dem Einsatz der Elektronik. Bis in die 60er Jahre mussten Panzer stets anhalten, um zu feuern. In den 70er Jahren wurden jedoch neue ballistische Computer und andere elektronische Steuerungssysteme entwickelt, die die schwankenden Bewegungen während einer schnellen Fahrt ausgleichen konnten. Ein moderner Panzer wie der M1 Abrams bewegt sich mit 70 Stundenkilometern durch das Gelände und kann dabei genauer feuern als ein M60-Panzer aus dem Jahre 1965 in Ruhestellung. Und ein sich bewegender Panzer ist viel schwerer zu treffen als ein stehender. Moderne Panzer sind darüber hinaus mit Hightech-Sensoren ausgerüstet. Der Laserentfernungsmesser, Windsensoren und ballistische Computer ermöglichen es, einen fahrenden Panzer, also kleine Ziele, die bis zu 3 Kilometer entfernt sind, mit dem ersten Schuss zu treffen. Das allerneueste, hochentwickelte elektronische Teil in modernen gepanzerten Fahrzeugen wird FLIR genannt, ein thermisches Sichtgerät. Es ermöglicht der Panzerbesatzung, während der Nacht zu sehen. Die Technik basiert auf der Fähigkeit, kleine Temperaturunterschiede zwischen künstlichen Objekten und dem natürlichen Hintergrund des Bodens oder der Bäume festzustellen. Auf diese Weise kann man damit im Dunkeln oder auch durch Dunst oder Rauch sehen. Vor der Entwicklung der Temperaturbildtechnik fanden Panzerschlachten gewöhnlich am Tage statt. Heute können sie sich auch in der Nacht abspielen. Ich sehe darin einen geradezu revolutionären Fortschritt. Wenn man ausrückt und fast alle bewaffneten Fahrzeuge sind getarnt und man bewegt sich in einem Gebiet, das man absuchen möchte, und da ist nichts mit dem menschlichen Auge zu erkennen, einfach weil es sehr gut getarnt sein könnte. Wenn man aber das Temperatursichtgerät einsetzt, kann man mit Sicherheit sagen, dass sich dort draußen eine Wärmequelle befindet. Diese Wärmesichtgeräte sind so genau, dass man auf große Entfernung den Unterschied zwischen einem Schwein, einem Hasen, einem Menschen und ganz bestimmt den zwischen einem Jeep und einem Panzer erkennen kann. Man besitzt also eine vom Wetter und der Tageszeit unabhängige Einsatzfähigkeit. Die Besatzung. Der moderne Panzer hat eine 4-Mann-Besatzung. In der Kanzel befinden sich der Kommandant, der Kanonier und ein weiterer Soldat. Der Fahrer sitzt in der Vorderfront des Panzers. Es gibt wahrscheinlich nichts Vergleichbares zum Dienst auf einem Panzer, besonders wenn man Panzerführer oder Kanonier oder sei es drum, sogar wenn man Fahrer oder Lader ist. Man wird irgendwie mitgerissen, wenn man sich durch das offene Gelände zusammen mit einer großen Anzahl anderer Panzer bewegt. Der Wind bläst dir ins Gesicht. Du hast das Gefühl unwiderstehlicher Macht. Das Gefühl, dass es da draußen nichts gibt, was dich aufhalten könnte. Ob das nun wahr ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Auf den Punkt gebracht, psychologisch gesehen, wenn man in einem Panzer ist, glaubt man, unverletzbar zu sein und über jede Zerstörung erhaben. Das ist natürlich ein großer psychologischer Vorteil. Das bedeutet, dass die Schockwirkung und die Schlagkraft eines Panzers auf einem Schlachtfeld besonders groß ist, gerade weil die Soldaten daran glauben. Es ist aber auch physisch gesehen ein anspruchsvoller Dienst. Die Leute vergessen oft, wenn es draußen kalt ist, dann ist es auch im Panzer sehr kalt. Ist es draußen heiß, wird es genauso heiß drinnen. Wenn man fährt und schießt, hat man das Gefühl, gerade 50 Runden mit allen Mike Tyson hinter sich zu haben. Die Beanspruchung ist schon extrem. In der Nase hat man ständig den Gestank von Diesel und Cordit. Also aus dieser Sicht, glaube ich, ist es keine leichte Aufgabe. Es ist sehr, sehr hart.
So I suppose from that standpoint it is not an easy thing to do for the soldier. It's very, very tough. Die Panzerabwehr. Es gibt zwei Möglichkeiten, die dicken Metallplatten eines Panzers zu knacken. Die herkömmliche Art besteht darin, ein schweres Projektil darauf abzufeuern. Diese bewegen sich so schnell, dass sie einfach durch die Panzerung durchbrechen. Ihre Wirkung beruht also auf den physischen Kräften, Masse und Geschwindigkeit. Sie fliegen ungefähr eine Meile pro Sekunde und der Einschlag ist mit einer Lokomotive vergleichbar, die eine Backsteinmauer mit 100 Stundenkilometern rammt. Aber solch ein Projektil kann nur von Panzern abgeschossen werden. Die zweite Art von Panzerabwehrwaffen wird Heat-Projektil genannt, was so viel bedeutet wie hochexplosive Panzerabwehr. Es werden dabei um die Gefechtsspitze herum hochexplosive Stoffe angebracht. Bei der Explosion selbst befördert eine Düse das Geschoss weiter, so kann eine starke Panzerung mittels Druckexplosion durchdrungen werden. Diese Projektile werden auch Shaped Charge-Gefechtsköpfe genannt. Sie sind nicht auf Geschwindigkeit angewiesen, um die Panzerung zu durchdringen, sodass sie von kleinen Raketenwerfern abgefeuert werden können, die sogar ein Mann tragen kann. Diese kleinen Raketen sind immer noch ein tödlicher Feind für den Panzer. Sie sind jedoch oft zu klein und zu ungenau. Die wirkliche Bedrohung kommt heutzutage von Lenkwaffen, die größer und genauer sind. Wenn eine Panzerabwehrrakete abgefeuert wird, spult sich hinter ihr ein dünner Draht ab, der ungefähr so dick ist wie ein menschliches Haar. Der Lenkwaffenkanonier behält den anvisierten Panzer im Auge und mit dem Draht werden Funksignale übermittelt, um die Flugbahn der Rakete zu korrigieren, falls sich der Panzer bewegt. Diese Flugkörper können auch von einer tragbaren Abschussvorrichtung abgefeuert werden, von gepanzerten Fahrzeugen oder von Panzerabwehrhubschraubern. Diese Lenkwaffen wurden im größeren Umfang zum ersten Mal 1973 im Nahostkrieg eingesetzt. Israelische Panzerverbände hatten gegen ägyptische Einheiten starke Verluste erlitten, die mit sowjetischen Panzerabwehrraketen ausgerüstet waren. Eine technologische Antwort auf die Bedrohung durch diese genannten Lenkwaffen wurde von allen großen Armeen verzweifelt gesucht. Der angesehene Waffenexperte Christopher Voss kommentiert diese Entwicklung. Diese Art von Waffen haben sich auf den Schlachtfeldern seit den 50er Jahren ständig vermehrt. Im Nahostkrieg haben die Israelis einige Panzer am Suezkanal eingesetzt gegen die ägyptischen Truppen, die mit RPG-7 und Zegas ausgerüstet waren und haben dabei schwere Verluste erlitten. Und zwar, weil die Israelis Panzer ohne Artillerie, Infanterie oder Unterstützung durch andere Einheiten eingesetzt haben. Man muss eben in kombinierten Waffenverbänden zusammenarbeiten. Also diese Art von Panzerabwehrwaffen wie die RPG-7, HOT und TAU. Die besitzen alle einen Heat-Gefechtskopf und der kann die herkömmlichen Panzerwandungen durchdringen. Wenn aber ein Panzer eine neuartige Wandung besitzt, zum Beispiel eine Shopham-Panzerung oder eine reaktive Panzerung, bietet diese einen sehr hohen Schutz an der Vorderseite. Neue Panzerungstechniken. Zwei neue Arten von Panzerungen wurden während der letzten beiden Jahrzehnte entwickelt, die einen Schutz gegen die Shaped Charge-Gefechtsköpfe bieten. Sie werden Chobham-Panzerung und reaktive Panzerung genannt. Die Chobham-Panzerung ist eine der bemerkenswertesten Neuheiten aus den 70er Jahren. Von den Engländern entwickelt, wurde zum ersten Mal die Stahlpanzerung ersetzt, die seit 1916 die Grundlage eines Gefechtspanzers bildete. Die Panzerung besteht aus Schichten unterschiedlichen Materials, also nicht nur Stahl. Die Zusammensetzung ist noch immer streng geheim. Die Chobham-Panzerung absorbiert den unglaublichen Aufprall des Heat-Gefechtskopfes, bevor er die eigentlichen Stahlplatten des Panzers durchdringen kann. Diese neuartige Chobham-Panzerung ist sehr wirkungsvoll gegen Panzerabwehrraketen. Sie ist jedoch kompliziert und teuer und wird nur bei der neuen Panzergeneration eingesetzt, wie dem amerikanischen M1, dem britischen Challenger und dem deutschen Leopard 2. Reaktive Panzerung ist eine andere Methode, Gefechtsköpfe abzuwehren. Das Prinzip ist recht simpel. Der Panzer wird mit kleinen Stahlschachteln bedeckt, die mit Plastiksprengstoff gefüllt sind. Wenn solch eine Box von einem Gefechtskopf getroffen wird, explodiert sie. Die Explosion geschieht so schnell, dass sie den Sprengkopf daran hindert, wie vorgesehen zu reagieren. Also, anstatt dass er sich durch die Panzerwandung brennt, explodiert die Ladung für den Panzer ungefährlich vor der Panzerung. Die israelische Armee war die erste, die eine solche Art von reaktiver Panzerung, Blazer genannt, im Libanonkrieg 1982 einsetzte. Diese hat sich sehr erfolgreich bewährt, um Panzer vor Lenkwaffen zu schützen. 1985 begann die Sowjetarmee damit, ihre Panzer in Europa mit einer reaktiven Panzerung auszustatten.
Mit dem Vorstoß der reaktiven und der Chopham-Panzerung änderte sich die Technologiebalance wieder zugunsten des Panzers. Die Bedrohung, die durch die Lenkwaffen entstand, wurde zu einem großen Teil verringert. Aber der Technologiewettstreit zwischen Panzern und Panzerabwehrwaffen ist noch nicht vorüber. In den letzten Jahren haben diese neuen Entwicklungen in der Panzerungstechnik die Lebensdauer der Panzer sicherlich verlängert. Der Wettstreit der Panzerbefürworter und Gegner ist schon seit jeher im Gange. Zurzeit sind wir in der reaktiven Panzerungsphase und die Lenkwaffenlobby kontert mit Tandem, Gefechtsköpfen und anderen Dingen. Dann wird wieder die Panzerlobby Oberhand gewinnen. Gepanzerte Infanterie. Die Feuerkraft der Maschinengewehre und der Artillerie haben den Infanteristen des Ersten Weltkrieges in schlammigen Gräben in Deckung gehalten. Panzer haben schließlich die Artillerie und Maschinengewehre besiegt. Aber Panzer allein können ohne die Unterstützung der Infanterie nicht existieren. Panzer sind nicht besonders effektiv im Stadtkampf, in stark bewaldeten Gebieten oder um ein bestimmtes Terrain zu halten. Eine Kombination aus Panzer und Infanterie hat sich als Lösung zum Sieg bewährt. Um der Infanterie dieselbe Mobilität zu geben wie den Panzern, tauchte im Zweiten Weltkrieg das gepanzerte Infanteriefahrzeug auf. Es war dafür vorgesehen, Truppen sicher ins Schlachtfeld zu bringen. Diese Fahrzeuge waren jedoch schlecht bewaffnet und die Soldaten konnten nicht von innen heraus kämpfen. Diese Art von Fahrzeug wird gepanzerter Truppentransporter genannt, wie zum Beispiel der M113 der US-Armee. Der M113 wurde eigentlich als Schlachttaxi entworfen, um die Infanterie von einem Punkt zum anderen zu bewegen, sie dort abzusetzen, wo sie sich zum Kampf formieren oder ihre Verteidigung aufnehmen kann. Das Schlachtfeld hat sich gewandelt. Wir sehen uns heute einer viel größeren Anzahl tödlicher Waffen gegenüber, besonders jener der Artillerie, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und wir gewinnen mehr und mehr die Überzeugung, dass, wenn wir die Infanterie nicht mit mindestens genauso viel Stahl schützen können wie die Panzer, sie höchstwahrscheinlich nicht besonders lang auf dem Schlachtfeld überleben kann. Also heute benötigen wir ein Fahrzeug, von dem aus die Infanterie optimal kämpfen und genauso gut einfach transportiert werden kann, wie das mit dem M113 der Fall ist. Dieser neue Typ von Infanterietransporter ist ein Infanteriekampffahrzeug. Es wurde so konzipiert, dass es dem Infanteristen erlaubt, aus der schützenden Panzerung heraus zu agieren. Ein Infanteriekampffahrzeug unterscheidet sich von einem gepanzerten Personentransporter dadurch, dass die Infanterie kämpfen kann, das heißt ihre Waffen hinter der Panzerung einsetzen kann. Oftmals haben diese Fahrzeuge schwerere Waffen, die selbst Panzer oder andere gepanzerte Kampffahrzeuge, die von der Infanterie benutzt werden, vernichten können. Logischerweise kann sich ein gepanzertes Kampffahrzeug auf dem Schlachtfeld schneller bewegen als ein Infanterist. In einem Infanteriekampffahrzeug können sie nicht durch Maschinengewehrkugeln oder Splittergranaten der Artillerie getroffen werden, was historisch gesehen die Hauptursache für den Tod von Infanteristen war. Die Panzer brauchen die Infanterie in Infanteriekampffahrzeugen, sodass sie mit den Panzern mithalten können und Panzerabwehrraketen, Panzerabwehrkanonen und manuell abgefeuerte Waffen abwehren können, die alle den Panzer bedrohen. Die Infanterie, ob in gepanzerten Kampffahrzeugen oder zu Fuß, benötigt Panzer aus denselben Gründen wie schon 1916, um Maschinengewehre zu zerstören, die die Infanterie dezimieren könnten. Diese beiden Verbände sind also sehr aufeinander angewiesen. Die Kampffahrzeuge haben drehbare Türme wie Panzer, aber sie sind keine Panzer. Hier sehen wir den Unterschied zwischen diesen drei Arten von gepanzerten Fahrzeugen. Das Kampffahrzeug steht zwischen dem Panzer und dem Transporter. Es ist nicht gut gepanzert und die Waffen sind nicht so schlagkräftig wie die von Panzern. Jedoch besitzt das System größere Feuerkraft als das des alten Transporters. Das Kampffahrzeug und der Transporter befördern Infanterie. Die Infanterietruppen können von beiden Fahrzeugen absteigen und wenn nötig zu Fuß kämpfen. Diese neue Kategorie von gepanzerten Fahrzeugen war bis jetzt sehr umstritten, weil sie extrem teuer und aufgrund ihrer leichten Panzerung zu verwundbar sind.
Nun, logisch, der Truppentransporter, der hier hauptsächlich mit dem Kampfpanzer zusammenarbeitet, sollte selbst eine bessere Panzerung besitzen. Der einzige Ausweg, dies zu verwirklichen, läge in einem Truppentransporter von der Größe eines Challenger oder eines M1, weil das der Panzerung entspräche, die man benötigen würde. Das wäre aufwendig und sehr teuer, weil eine Relation zwischen der Größe eines Fahrzeugs und dessen Endpreis besteht. Kaufen Sie 7000 Bradleys, wenn sie genauso teuer sind wie eine M1, das wäre völlig unerschwinglich. Das US-Marinekorps hat besondere Infanteriefahrzeuge. Das sogenannte leicht gepanzerte Fahrzeug hat dieselbe Funktion wie das Kampffahrzeug der Armee. Aber es besitzt Räder anstelle der Raupenketten. Es ist leichter als der Bradley der US-Armee und kann sogar von einem Hubschrauber transportiert werden. Die AAV-7 ist ein spezielles Amphibienfahrzeug für die Infanterie, um Truppen von den Landungsschiffen an Land zu bringen. Es wurde so konzipiert, dass es auch bei schwerer See oder auf dem Land eingesetzt werden kann. Es spielt im Prinzip dieselbe Rolle wie der Transporter der Armee, ist aber amphibisch. Ausblick in die Zukunft. Das moderne Schlachtfeld ist so gefährlich geworden, dass immer mehr Aufgaben von gepanzerten Fahrzeugen übernommen werden. Die Artillerie beschritt ihren Weg anfangs mit gezogenen Kanonen, dann mit mobilen, gepanzerten Waffensystemen, die ihr Schutz und Mobilität verschafften. Die Hauptsache ist, dass sie schneller agieren, auf den Feind feuern und sich wieder zurückziehen können, bevor der Feind sie aufspüren und außer Gefecht setzen kann. Es gibt eine Menge Sensoren auf dem modernen Schlachtfeld, wie Ortsradar, Ultraschallsysteme, die es ermöglichen, Artillerie innerhalb weniger Sekunden zu orten und das Gegenfeuer einzuleiten. Ein mobiles Artilleriesystem ist unbedingt notwendig, um das Feuer schnell und treffsicher eröffnen und dann schnellstens die Feuerstellung wechseln zu können. Gepanzerte Artilleriefahrzeuge befördern entweder Geschütze oder Artillerieraketen. Ein einziges Raketenfahrzeug von der Art, wie man es hier sieht, kann mehr hochexplosive Geschosse in einer einzigen Salve abfeuern als ein Dutzend gewöhnlicher Haubitzen. Computergestützte Landnavigationssysteme machen sie heute treffsicherer als je zuvor. Trotz ihrer Rüstung sind Panzer durch Luftangriffe verwundbar. Moderne Armeen sind heute mit speziellen Luftabwehrfahrzeugen ausgerüstet, um Panzer und Infanterie vor Luftangriffen zu schützen. Diese Fahrzeuge sind vollgestopft mit hochentwickeltem Radar, um feindliche Flugzeuge aufzuspüren und zu verfolgen. Und sie sind mit automatischen Schnellfeuerkanonen ausgerüstet. Es gibt ebenfalls Abwehrfahrzeuge, die mit Lenkwaffen ausgerüstet sind, wie zum Beispiel der französische Roland. Sein Radar ortet ein feindliches Flugzeug und lenkt dann den Flugkörper ins Ziel. Wenn ein feindliches Flugzeug versucht, das Radar mit elektronischen Gegenmaßnahmen zu täuschen, kann die Lenkwaffe auf ein hochentwickeltes elektrooptisches Sichtlenksystem umschalten. Diese Abwehrfahrzeuge sind aus technologischer Sicht die komplexesten gepanzerten Fahrzeuge, was sie somit auch zu den teuersten macht. Aber ein einziges Fahrzeug kann ein Gebiet von einem Dutzend Quadratmeilen schützen. Sie werden oft mit ihrem Spitznamen Sam bezeichnet. Ihre Boden-Luft-Raketen haben es für Flugzeuge sehr riskant gemacht, gepanzerte Einheiten anzugreifen. Sogar die Fallschirmspringer haben ihre Art von leichtem Panzer, den man aus Flugzeugen abwerfen kann. Hier wird ein Sheridan-Leichtbaupanzer aus geringer Höhe auf eine aufprallschluckende Plattform geworfen. Die Besatzung des Panzers springt getrennt mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug wegen des enormen Aufpralldrucks, der dabei entsteht. Und wenn wir den Panzer abschaffen, wohin gehen wir dann? Zurück in den Grabenkrieg? Gerade weil der Panzer mobil ist, kann er im Kampf gegen andere Waffengattungen überleben. Und ohne Panzer, wo würde uns das hinführen? Der Panzer ist schon lange nicht mehr der König des Schlachtfeldes, aber er spielt immer noch eine herausragende Rolle und wird dies auch sicherlich noch bis ans Ende dieses Jahrhunderts weiter tun. Die Bedeutung von gepanzerten Fahrzeugen hat die Entwicklung einer Vielzahl von Panzerabwehrraketen gefördert. Aber Fortschritte beim Panzerbau und der Feuerkontrolle machen es wahrscheinlich, dass gepanzerte Fahrzeuge die dominierende Waffe im Landkrieg auf absehbare Zeit bleiben werden.